Willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Raw Future TV. Heute möchten wir mit euch nochmal was ganz Besonderes machen, und zwar rohveganen Hanfmozzarella. Absolut lecker, absolut köstlich. Und zwar ist ja ein richtiger Hype ausgebrochen im Internet. Überall hört man von diesen veganen Mozzarellas, die jetzt gemacht werden. Und was ich ein bisschen schade an der Stelle finde, ist, dass in dem Zusammenhang selten Erfinder genannt wird oder derjenige, der das als erstes gemacht hat. Und zwar ist das Nordisch Roh, und deswegen seht ihr unten auch einen Link zu dem Originalrezept. Also ich finde, denen gebührt Respekt, dass sie so ein geniales Rezept erfunden haben. So, und ich möchte mit euch auch heute einen rohveganen Mozzarella machen, allerdings nicht mit Cashewkernen, sondern mit geschälten Hanfsamen. Und so habe ich auch immer wieder die Frage im Internet gelesen, kann man nicht das Rezept auch mit anderen Zutaten machen? Und ich beantworte diese Frage mit einem ganz klaren Ja. Und zwar möchte ich die Cashewkerne ersetzen. Cashewkerne haben nämlich, wenn man sie im Supermarkt kauft, keine Rohkostqualität. Es gibt zwar auch Shops im Internet, die mit Rohkostqualität verkaufen. Allerdings sind diese Cashewkerne sehr teuer, wie ich finde. Und hier haben wir das, hier bezahlen wir für ein Kilo geschälte Hanfsamen, bezahlen wir 18 Euro. Da sind die sogar noch billiger als die normalen Cashewkerne Bio aus dem Supermarkt. Und ich denke mal, dass Cashewkerne nicht zu dem Lebensmittel zählen, die für uns Menschen bestimmt sind, weil ich habe gelesen, dass in dieser Schale von den Cashewkernen ein toxisches Öl drin ist, was nicht gut für die Haut ist. Und deswegen tragen diese Arbeiter in Indonesien zum Beispiel Handschuhe und Mundschutz, damit sie nicht in Kontakt mit diesem Öl geraten. Das sind natürlich auch Arbeitsbedingungen, die ich persönlich nicht unbedingt unterstützen möchte. Und deswegen versuche ich immer mehr Cashewkerne aus meiner Ernährung zu streichen und diese durch Hanfsamen zu ersetzen. Ich finde Hanfsamen, wie gesagt, sind die bessere Alternative, sie sind gesünder. Sie haben nämlich hier hochwertige Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren im perfekten Verhältnis. Sie decken das ganze Aminosäurenprofil ab, haben also sehr hochwertige Proteine, wichtige Bausteine. Und sie wachsen in unserer Umgebung, also müssen nicht von weit her transportiert werden. Ich finde, man kann mit diesen geschälten Hanfsamen alles machen, was man auch mit Cashewkernen machen kann. Soßen, Mousse au Chocolat, Puddings oder halt auch eben diesen Mozzarella hier. Ich werde dazu aber nochmal ein extra Video machen. Und ich finde persönlich, dass dieser Mozzarella sogar noch ein bisschen besser schmeckt. Ja, und wie das alles geht, das erfahrt ihr jetzt. So, und das sind die Zutaten, die wir für unseren rohveganen Hanfmozzarella benötigen. Für eine Portion benötigen wir hier geschälte Hanfsamen, wie eben besprochen. 1,5 Esslöffel hiervon, dann 2 Esslöffel Flohsamenschalen. Also die sind sehr ballaststoffreich, förderlich für die Verdauung, auch sehr gesund. Dazu 60 Milliliter gereinigtes Wasser. Salz, ich empfehle entweder Meersalz oder am besten meiner Meinung nach Himalaya-Salz. Das ist hier eine Sole, die habe ich aus Himalaya-Salzbrocken hergestellt. In einem anderen Video zeige ich euch, wie das geht. Ein Esslöffel Zitronensaft und optional, das würde ich empfehlen, weil das dadurch einen etwas käseartigeren Touch erhält, einen Teelöffel Bierhefepulver oder Bierhefeflocken. Zusätzlich noch eine Tomate und Basilikum. Wir fangen also an. Wir brauchen also eine Vorbereitungszeit von mindestens einer Stunde, besser zwei Stunden. Und zwar werden wir jetzt hier diese 2 Esslöffel Flohsamenschalen zu dem Wasser geben und dann müssen die quellen. Das heißt, die saugen sich mit Wasser voll. Das ist also dann maßgeblich verantwortlich für die Konsistenz, die dadurch entsteht. So, 2 Esslöffel. Hiervon, wie gesagt, 1,5. Dann können wir direkt den Zitronensaft noch dazugeben. Ein bisschen Salz, damit muss man natürlich immer vorsichtig sein. Circa ein Teelöffel Bierhefepulver. Ich tu
tue dann hier auch gleich noch ein bisschen von dem Basilikum hinzu. Aber später benötigen wir das nochmal. So, dann rühren wir das mal gut um. Und lassen das jetzt hier mindestens eine Stunde stehen. So, es ist nun über eine Stunde vergangen. Wie man sieht, die Flohsamenschalen sind sehr schön aufgequollen. Wir haben das hier also nun in unserem Mixbehälter gefüllt. Und das Ganze pürieren wir dann noch, sodass es eine einheitliche Masse ergibt. So. Wir den Mozzarella hier raus und kneten das noch ein bisschen zusammen, damit das auch einen einheitlichen Klumpen ergibt. Und man sieht auch schon sehr schön die Konsistenz. Erinnert sehr an den typischen Mozzarella. Das ist das auch eigentlich schon. Jetzt können wir den hier drauf schneiden. So sieht das Ganze dann aus, wenn es geschnitten ist. Und dazu noch eine Tomate. So, jetzt tue ich noch ein bisschen Basilikum drauf und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Rohveganer Hanfmozzarella mit Tomate. Absolut lecker, probiert's aus. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert auch den Kanal, um weiterhin auf dem Laufenden zu bleiben, was die vegane Rohkosternährung anbelangt, Tipps und Tricks und natürlich Rezepte. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis bald.